Einen wundervollen guten Tag. Nur eines macht das Traumziel unerreichbar. Das ist die Angst vor dem Versagen. Ich bin nicht ganz der Meinung dieses Spruches. Ja, also es gehören noch andere Sachen dazu. Aber die Angst vor dem Versagen, das ist das, was das Traumziel auf alle Fälle zerstört. Das ist quasi so eine Art notwendige Bedingung. Wenn man Angst hat zu versagen, dann ist das schon mal ein ganz schlechtes Zeichen, weil dann ist man viel zu überkonzentriert, hibbelig, weiß nicht, ob man genau das Richtige tut. Und wenn man es tut, also bei jedem kleinen Schritt wird man umso nervöser. Und dann ist auch die Frage, ob das überhaupt das Traumziel sein kann und warum man das Traumziel hat. Ja, ansonsten gehören auch noch ein paar andere Sachen dazu. Gesundheit, das ist ganz wichtig. Die Zeit. Ich würde aus eigener Erfahrung gerne noch dazugeben, Übung. Also wenn ihr ein Traumziel habt, dann müsst ihr erstmal in kleinen Zwischenzielen üben. Und ansonsten, ja, Geduld gehört auch dazu. Was ganz wichtig ist, fragt euch, ob euer Traumziel wirklich das Traumziel ist. Sonst wird das auch nichts. Und dann kommt das dazu, was in dem Spruch heute dabei war. Wenn man Angst hat, also wenn ihr wirklich wisst, dass euer Ziel das Ziel ist, aber ihr habt Angst, dann müsst ihr es einfach machen. Es gibt auch ein sehr gutes Buch, das heißt Selbstvertrauen gewinnen auf Deutsch. Auf Englisch heißt das Feel the Fear and Do It Anyway. Also der englische Titel ist viel besser, wie ich finde, weil es bedeutet, spüre die Angst, aber tu es trotzdem. Das gibt daran sieht man, dass man Angst nur so besiegt. Also das ist quasi das Mittel, das ich euch in die Hand gebe. Lies das Buch, wenn ihr von Ängsten geplagt seid. Ich kann es euch empfehlen. Dann habt ihr auch keine Angst mehr vor dem Versagen. Also es ist nicht wie ein Heilmittel, aber es ist quasi der Sinn dieses Buches, euch zu zeigen, wie man Ängste los wird. So, in diesem Sinne, nur eines macht sein Traumziel unerreichbar, das ist die Angst vorm Versagen. Leute, und ja, das sage ich noch dazu, Versagen tun wir alle. Und wenn ihr versagt, guckt euch an, war es jetzt so schlimm, wenn ich jetzt versagt hätte oder wenn ich versagen würde, was würde dann passieren? Kann ich es denn auch mal machen? Und deswegen, ein Rückzug ist auch keine Schande. Nehmt euch die Zeit und manchmal brauchen die Dinge länger, als ihr plant. Meistens, ja. Ja. Also in diesem Sinne, keine Angst vorm Versagen haben. Das würde das Traumziel unter anderem unerreichbar machen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Aus der Saalestadt, Halle, das muss ich jetzt noch dazu sagen. Ihr seht's, also die Leute, die schon mal hier waren, ihr seht's. In dem Sinne, tschüss. Und lebt wohl. Lebt wohl. Lololo.